Servus und herzlich willkommen zum KI-Bauern Portal. Heute ein Gast bei mir, den Herrn Dr. Achim Bretzinger. Und ich werde mir jetzt ein paar Fragen stellen. Und zwar geht es darum, in erster Linie um die großen Wachstumsfutter mit über 40% Rohprotein, mit viel Fett, wie er dazu Stellung nimmt und natürlich welche Auswirkungen was das auf den Teich und auf die Fische hat. Gerne. Guten Tag. Grundsätzlich ist es so, dass man betrachten muss, in meinen Augen, es wird viel zu wenig tatsächlich geforscht, vor allen Dingen im Hinblick auf die Gesunderhaltung, die langfristige Gesunderhaltung und Pflege von Koi. Die Futtermittel werden entwickelt, es werden Daten aus der Nutzfischhaltung hergenommen. Da geht es allerdings darum, kurzfristig den Fisch auf Mastreife zu bekommen, auf Schlachtreife. Das heißt, die Fische werden in der Regel nicht älter als 3 Jahre, dann werden sie vermarktet. Wir wollen die Koi aber gesund, möglichst 15, 20 oder mehr Jahre im Teich pflegen. Die Fragestellung also, ob ein Futtermittel mit 40% Rohprotein langfristig gesehen gut für den Koi ist, muss man schon differenziert sehen. Ein kleiner, ein Jungkoi, ein sogenannter Torsai mit vielleicht 12, 14, 18 Zentimetern, der braucht noch viel mehr Eiweiß und der braucht auch insgesamt viel mehr Futter bezogen auf die Fischmasse, um sein Wachstumspotenzial ausschöpfen zu können. Es dauert aber nicht lange, dann ist der kleine Koi ein Mittelalter-Koi oder 2, 3 Jahre später schon ein erwachsenes Exemplar. Da muss dann tatsächlich beachtet werden, dass man sowohl den Rohproteingehalt als auch die Gesamtfuttermenge deutlich reduzieren sollte. Das hat folgenden Hintergrund. Der Fisch braucht einfach weniger Input, er setzt nicht mehr so viel um in Längenwachstum, in Muskelaufbau, sondern, ähnlich wie beim Menschen auch, der erwachsene Koi setzt dann mehr Körperfett an und das verbrannte Eiweiß wird in Form von Ammoniak über die Kiemen ausgeschieden. Das wiederum belastet das Teichwasser und natürlich die Gesundheit der Kiemen. Ergänzend sollte man vielleicht noch darauf hinweisen, dass das Rohprotein im Verhältnis stehen sollte zu einem vernünftigen Fettgehalt. Das heißt, die meisten der Koi-Futtermittel sind in meinen Augen im Eiweißgehalt, Rohprotein nennt man das eben auch, zu hoch, über 40%. Das ist in meinen Augen für den ausgewachsenen Koi schon schädlich. Das heißt, realistisch gesprochen, wenn Sie sich ein Etikett anschauen und feststellen, dass das Futtermittel vielleicht zwischen 30% und 40% Rohprotein liegt, dann sollte der Fettgehalt vielleicht zwischen 8% und 10% liegen. Dann sind wir bei einem vernünftigen Rohprotein-Fettverhältnis. Achim, ganz kurz, meine Frage an dich, was macht ein sehr, sehr rohproteinhaltiges Wachstumsfutter mit den Kiemen auf lange Sicht und was würdest du empfehlen, mit welchem Futter du füttern würdest und vor allem wie oft? Okay, das sind jetzt mehrere Fragen in einem. Ich versuche die mal eine nach der anderen abzuarbeiten. Es ist einfach eine ganz klare Beobachtung, wenn viel Protein gefüttert wird, wenn das Futter nicht eingeweicht wird, sondern direkt trocken aus der Tüte gefüttert wird, dass dann im Laufe von 6 bis 8 Wochen, Frühsommer ist vorbei, bis zum Sommer hin die Fische graue Beläge auf den Kiemen entwickeln. Vor allen Dingen, wenn es sehr gute Fresser sind. Das heißt, wenn ich Frühjahrskontrollen an den Teichen mache, im April, vielleicht Mai, die ersten Teichbesuche, die Saison startet gerade eben, dann haben auch noch die sehr guten Fresser, die verfressenden Tiere, schöne dunkelrote Kiemen, wenn keine Grunderkrankung zugrunde liegt natürlich. So, die gleichen Fische im Juli oder August untersucht und die Kiemen betrachtet, haben graue Beläge und das resultiert aus 2 Dingen. Zum einen, dass eventuell zu viel vorhandene Eiweiß, wie schon angesprochen, und das Ammoniak, was über die Kieme ausgeschieden werden muss. Und dann zum anderen der mehlige Anteil, der Abrieb auf einem Trockenfutter, was einfach die Kiemen reizen kann. Die Frage war auch noch gewesen, wie ich füttern würde, in welchem Intervall. Es ist so, dass in der Natur der Karpfen
so viel frisst, wie er findet. Er findet einmal mehr, einmal sehr wenig. Er wird also sehr viele Stunden am Tag auf Futtersuche gehen. Und es macht besonders Sinn, wenn wir tatsächlich über den Tag hinweg verteilt kleine Portionen möglichst häufig füttern. Das ist manchmal mit Sicherheit schwierig. Man kann vielleicht morgens, bevor man in die Arbeit geht, Futter geben, vielleicht dann wieder abends nach Feierabend. Es ist allerdings nicht wirklich gut, ganz gezielt über den Abend hinweg mehrmals viel zu füttern und den ganzen Tag über dann nichts mehr. Wenn es irgendwie möglich ist, bitte mehrere Portionen über den Tag verteilt, möglichst häufig kleine Portionen füttern. Achim, was hältst du von unserem eigens produzierten Kampai? Du kennst mittlerweile die Inhaltsstoffe relativ gut. Ich denke, dass du das Futter schon ab und zu mal mitverwendet hast. Was ist deine Meinung darüber? Ja, ich kann einfach sagen, möchte noch ein bisschen ausholen dafür. Es gibt eben keine wissenschaftlichen Studien, die mir bekannt sind, die vergleichen verschiedene Koi-Futtermittel. Die Qualität vergleichen, vor allen Dingen Fütterungsversuche, sind nicht wirklich veröffentlicht worden. Das heißt, man kann nur empirische Erfahrungswerte hernehmen. Und dazu möchte ich sagen, dass ich das Kampai-Futter, man will fast formulieren, ein bisschen mit aus der Taufe gehoben habe, es seit Jahren kenne und ich betreue einige Koi-Teiche, die es ausschließlich füttern. Das Kampai funktioniert über Jahre gesehen sehr, sehr gut. Die Teiche haben wenig Probleme mit Algenentwicklung, haben keine Probleme mit Farbverlusten im Vergleich zu anderen Futtermitteln. Die Fische verfetten wenig, die Kiemengesundheit ist gut, das Wachstum bei den Jungtieren ist gut. Also insgesamt gesehen ist das Kampai ein Futtermittel, wo wenig Schnickschnack drin ist, wo das Wesentliche, was ein Karpfen für ein gutes Wachstum und für eine gesunde Entwicklung braucht, enthalten ist und fertig. Sojaextraktstroh ist zum Beispiel in der Nutzfischhaltung wahnsinnig gut untersucht worden. Sojaextraktionsstroh, Lupine, Erbsenprotein, das sind Eiweißstoffe pflanzlicher Natur, die man versucht anzuwenden, um das teure Fischmehl zu reduzieren. Im Koi-Bereich darf es in meinen Augen nicht auf ein paar Cent hin und her ankommen. Ein gutes Koi-Futter muss auch ein gutes Geld kosten dürfen. Die pflanzlichen Proteinquellen sind nicht grundsätzlich schlecht. Vor allen Dingen für den Karpfen sind sie eigentlich sogar relativ gut verwertbar. Schlussendlich ist allerdings ein gutes Fischmehl von hervorragender Qualität, will sagen, mit einem geringen Gräten- oder Knochenanteil, was dann dazu führt, dass relativ wenig Phosphor enthalten ist, was wiederum das Fadenalgenwachstum fördern würde. Das ist wichtig, dass ein gutes Fischmehl verwendet wird und das ist im Kampai zum Beispiel enthalten. Diese ganzen anderen Zusatzstoffe, die in manchen Futtermitteln beigemischt werden, weil man den Eindruck hat, die Fische würden damit noch stabiler, noch schneller wachsen, noch gesünder bleiben, sind in Kampai nicht vorhanden. Abgesehen von den Inhaltsstoffen, die in ein gutes Futter gehören, wie Vitamine, wie bestimmte Spurenelemente, wie eben Rohprotein und Fettanteile, die enthalten sein müssen, aller Schnickschnack fehlt. Man muss sagen, es ist ein rundum gelungenes Futter, was insgesamt gesehen die Fische langfristig gesund erhält. Achim, ganz kurz noch, welche Fehler kann man bei der Fütterung noch machen? Ganz kurz ist schwierig, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Zunächst mal muss ich sagen, ist es ganz wichtig, dass das Futter gut gelagert wird. Die Lagerung von Koi-Futter wird ganz, ganz oft falsch gemacht. Ich komme im Hochsommer und die letzten 2 Jahre waren die Sommer wirklich knackig heiß an die Teiche und da stehen große Behälter, wo 10 oder 15 Kilogramm Futter gelagert werden auf der Terrasse. Das heißt, tagsüber haben wir in diesem Behälter vielleicht 45 oder 50 Grad, wenn nicht sogar mehr, wenn es in der prallen Sonne steht, was oft vorkommt. Und nachts dann bei der Abkühlung kann sich Kondenswasser auf dem Deckel, auf der Deckelinnenseite bilden, was wiederum aufs Futter tropfen kann, was dann die oberflächliche Futterschicht richtig feucht werden lässt. Da kann sich Schimmelpilze bilden, was Mykotoxine und das sind Lebergifte entsprechend hervorrufen könnte. Insofern,
Der Tipp ist ganz wichtig. Bitte lagern Sie Ihr Futter, wenn Sie schon gutes, hervorragende Qualität einkaufen für teures Geld. Bitte lagern Sie das Futter trocken und kühl, entweder in einer trockenen Garage oder noch besser in einem trockenen Keller. Bitte nicht an einer feuchten Kellerwand angelegt den Sack. Das ist mir auch schon alles runtergekommen, dass dann richtig gehende Schimmelpilzkulturen zu finden waren. Und nehmen Sie bitte nur den Bedarf vielleicht für 2, maximal 3 Tage mit auf die warme Terrasse. Ebenso lehne ich eigentlich ab, einen Futterautomaten zu verwenden, der über längere Zeiträume hinweg befüllt wird. Gerade in einem warmen Sommer sollte nicht mehr Futter enthalten sein, als das, was die Fische innerhalb von 3 oder 4 Tagen fressen, maximal. Ein Hinweis sei vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Wichtig ist natürlich, dass Sie realisieren, wie viel Fisch haben Sie überhaupt in Ihrem Teich. Ganz viele Koi-Besitzer können mir diese Frage nicht beantworten. Es ist also mal wichtig zu wissen, wie viele Fische und ungefähr die Größenklassen, sodass Sie dann, die Dinger sind im Internet zu finden, einen sogenannten Futterrechner bemühen, Futtertabellen bemühen, wo Sie dann sehen, anhand des sogenannten Korpulenzfaktors kann man das berechnen, wenn die Länge bekannt ist und ungefähr die Korpulenz, schlanker Koi, mittel, dicker Koi oder eher sehr beleibter Fisch, dass man dann im Endeffekt ungefähr aus der Länge das Gewicht der Fische bestimmen kann. Und wenn Sie das Gewicht der Fische wissen, dann ist wichtig zu wissen, dass ungefähr ein kleiner Fisch, ein sehr kleiner Fisch von 10 cm, 1,5% der Körpermasse am Tag an Futter benötigt. Wenn er vielleicht schon über die 30, 35 cm gegangen ist, dann reicht schon deutlich maximal unter 1% zu bleiben. Und die weitgehend ausgewachsenen Fische, natürlich wächst der Koi grundsätzlich eigentlich immer zeitlebens, sagt man. Aber im Wesentlichen ist das Wachstum irgendwann abgeschlossen. Wenn die mal über die 60, 70 cm gehen und in die Geschlechtsreife gekommen sind, dann wird langsamer gewachsen und dann brauchen die Fische nach meiner Erfahrung nicht mehr als 0,5% der Körpermasse am Tag. Das heißt, 100 Kilogramm Fisch in Ihrem Teich würden mit 500 Gramm Futter zurechtkommen. Achim, ich sage herzlichen Dank fürs Kommen. Das war echt schön, dass du die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir wiederholen das wieder mal. Wir können das gerne wiederholen, ja. Hat mich sehr gefreut. Alles Gute. Viel Glück für die Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.